Obwohl LSD verboten ist, gibt es seit Jahren legale LSD-Pro-Rocks auf dem Markt, also Drogen, die im Körper zu LSD umgewandelt werden. Erst gab es 1P-LSD, das wurde 2019 verboten, dann kam die neue Pro-Rock 1CP-LSD und die wurde dieses Jahr im Jahr 2021 verboten, genau wie ich es in meinem Video vor 8 Monaten vorhergesagt hatte. Aber die neue legale LSD-Pro-Rock ist jetzt auch schon auf dem Markt und heißt 1V-LSD. Legal ist 1V-LSD, weil das neue psychoaktive Substanzengesetz C-Atome an R1 nur bis C4 verbietet. 1V-LSD ist C5. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe. 1V-LSD wird zwar im Körper zu normalem LSD umgewandelt, trotzdem kann es aber Unterschiede in der Wirkung geben, die hier natürlich erläutert werden. Weil ich mit euch eine geile große Community am Start habe, konnte ich mit meiner 1V-LSD-Umfrage schon sehr viele Dinge erfahren, die man sich von einzelnen Erfahrungsberichten nicht ableiten kann. Bereits 12% der Befragten hatten schon Erfahrung mit 1V-LSD. Von diesen Leuten hatten 75% gute Erfahrungen mit der Substanz und 6% hatten eine negative Erfahrung. Einer schreibt sogar, dass es ihn ins Krankenhaus gebracht hat. An dieser Stelle, wie immer, die Warnung: Drogenkonsum birgt sehr viele Gefahren, informiert euch über die Risiken und nehmt auf keinen Fall Drogen, wenn ihr noch unter 20 seid. Wie bei normalem LSD dürfte das Hauptrisiko der Droge das Auslösen einer Psychose sein. Über 60% sind der Meinung, dass sie in einem Blindversuch nicht den Unterschied zwischen normalem LSD und 1V-LSD erkennen würden. Drogentrips sind so stark von Set und Setting abhängig, dass es da natürlich immer schwer ist festzumachen, ob hier unterschiedliche Trips auf den LSD-Typ zurückzuführen sind oder auf das Set und Setting. Im Vergleich zu normalem LSD bevorzugen 40% normales LSD. Durch meine eigene Erfahrung und das Lesen von Erfahrungsberichten wundert es mich wenig, dass 1P-LSD, also das erste legale LSD, von allen legalen LSDs am unbeliebtesten ist. Es scheint einfach bei vielen die schlechtesten Vibes zu haben. Also danke Staat, dass du es verboten hast. Nicht. Wenn man dann aber noch das normale LSD mit in die Runde wirft und schaut, welches LSD von allen LSDs am beliebtesten ist, gewinnt hier mit großem Abstand das normale LSD. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass es wirklich angenehmer ist oder ob das was Psychisches ist und man dem normalen LSD am ehesten vertraut, weil es das halt schon seit über 50 Jahren gibt und man da genau weiß, was man hat. Also man weiß, was man hat, bezogen auf sehr viel mehr vergangene Erfahrungen. Also, aber weil es illegal ist, weiß man theoretisch weniger, was auf dem Blotter drauf ist eigentlich. Ansonsten wurde sehr häufig berichtet, dass 1V-LSD deutlich stärkere Optics auslöst im Vergleich zu den anderen LSDs. Es gibt auch viele widersprüchliche Beobachtungen. Manche sagen, es gab mehr Übelkeit, manche das Gegenteil. Was man auch immer beachten sollte, ist, dass die gängigen Pappen von 1V-LSD mit 150 Mikrogramm bedruckt sind und nicht mit 100 wie davor die anderen LSD-Pro-Rocks. Das hat den Grund, weil man aufgrund des höheren Molekulargewichts eine geringere Potenz erwartet hatte, aber viele berichten, dass sie die 150 Mics deutlich mehr weggescheppert haben, als sie erwartet hätten. Also seid vorsichtig. Weil 1V-LSD im Vergleich zu den anderen LSD-Pro-Rocks lipophiler ist, könnte man spekulieren, dass die Anflutzeit länger ist. Fun Fact: Das normale LSD könnte man eigentlich als 1H-LSD bezeichnen, weil es einen Wasserstoff am Indolstickstoff trägt. Dieses Wasserstoff ist wichtig für die Bindung an den Rezeptor und alle Pro-Rocks haben dort einen Substituten, der erstmal vom Körper weggeknabbert werden muss. Jetzt schon, obwohl es erst 5.13 Uhr ist. Ja, jetzt dann. Wie müde bist du? Sehr müde. Dass die neuen LSD-Verbote nichts bringen, merkt man daran, dass der LSD-Pro-Drug-Handel am Boomen ist. Während es früher im Grunde einen deutschen 1P-Shop gab, sprießen die unterschiedlichen Shops aus dem Boden. Hoffentlich tauchen da keine schwarzen Schafe auf, also immer wachsam sein. Ich muss sagen, dass ich, was LSD angeht, sehr altmodisch bin und eigentlich meistens auf das altbewährte LSD zurückgreife. Mehr als 50 Jahre Erfahrungen geben da einem schon ein sicheres Gefühl. Etwas zu nehmen, das erst ein paar Monate auf dem Markt ist, macht einen automatisch skeptisch.
Mir wurde letzten Monat, also 3 Jahre nach dem Release, erst zum ersten Mal eine halbe Pappe 1CP-LSD in das Wurstbrot gemischt, was ich aber sehr gut fand. Wegen der angeblich stärkeren Optik klingt 1V-LSD schon irgendwie interessant für mich, weil ich nicht so anfällig für Optik bin. Also mal schauen, ob ich mich da schon früher ranwage. Bei 69.420 Likes werde ich das definitiv machen. Wie ist es bei euch? Wagt ihr euch da jetzt schon an 1V-LSD ran? Oder seid ihr verrückte Querdenker, die erstmal abwarten? Abonniert nicht nur meinen YouTube-Kabal, sondern auch meinen Telegram-Kabal, denn dort kann ich die ein oder andere Info geben, die ich auf YouTube nicht geben kann.